Der Frontenberger Boulevard. Heute präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann aus Halle und vom Reisebüro Monika Stabenau in Frontenberg. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wohnzimmershow hier auf dem Frontenberger Boulevard. Heute ist Freitag, der 3. Februar und wir läuten ein bisschen das Wochenende ein. Dazu habe ich Berichte heute ausgewählt, passend zur Kältezeit. Jahreszeit machen wir ja schon gar nicht mehr sagen, es ist ja eine Frostzeit, hat ja begonnen. Und dazu habe ich passende Berichte, einmal Art on Ice, da haben wir Eiskunstlauf. Dann habe ich einen Bericht aus der Türkei, die auch eingeschneit ist, passend zum Besuch von unserer Frau Mümmelmann in Izmir. Unseren Gast John Hambuch haben wir befragt zum Thema Krankenversicherung in Amerika. Und dann haben wir das Neueste aus Frontenberg über das Varieté und über den Sportplatz. Und natürlich wie jeden Tag zunächst das Wetter. Temperatur heute Morgen um 9.30 Uhr in Frontenberg betrug minus 10 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen heute bei minus 6 und in der Nacht geht es weiter runter auf minus 13 Grad. Aber im Gegensatz zu gestern und vorgestern war es heute windstill und die minus 6 Grad, die kommen einem jetzt vor wie Plusgrade. Also nicht mehr so eisig und nicht mehr so schneidend. Eine Bauernregel des Tages haben wir auch. Heute ist nämlich St. Blasius-Tag und das ist auch der gleiche Namenstag heute. Blasius hat Namenstag. St. Blasius stößt dem Winter die Hörner ab. Na, da sind wir mal gespannt, wann denn diesen Winter die Hörner abgestoßen werden. Neues aus der Ruhrstadt, eine Formalie könnte teuer werden. Eine Formalie könnte die Stadt teuer zu stehen kommen. Derzeit läuft vor dem Verwaltungsgericht eine Klage um gezahlte Fördergelder für den Sportplatz auf der Hohenheide. Der Sportplatz Hohenheide war in den 60er Jahren mit dem dioxinbelasteten Material Kieselrot errichtet worden und in den Jahren 2001, 2002 ist dieser schädliche Belag dann entfernt worden. In diesem Zuge wurde der Sportplatz auch gleich modernisiert. Der Rechtsstreit dreht sich nun aber allein um die Fördermittel für die Entfernung des Kieselrotes und das könnte dann die Stadt, wie gesagt, teuer zu stehen. Teuer zu stehen kommt mich die nächste Meldung hier und es kommt auch niemandem teuer zu stehen, es geht um ganze 3 Euro. Michael Pfeiffer, einer der Initiatoren des Frontenberger Varietés, hat seine Einladungen verschickt. Am 9. März um 19 Uhr ist das große Varieté wieder da, zu sehen in der Gesamtschulaula. Der Einlass ist um 18.30 Uhr und da die Plätze sehr rar sind, ist eine umgehende Anmeldung bei Herrn Pfeiffer mit einer verbindlichen Kartenbestellung unumgänglich. Darauf weist er hin, die Karte kostet gerade mal 3 Euro, was für ein Kulturereignis dieser Güte ein eigentlich zu geringer Eintrittspreis ist. Das finde ich allerdings auch. Aber man muss ja sagen, manchmal sind die schönen Dinge des Lebens müssen nicht immer teuer sein. Und das Varieté, das weiß ich, das ist eine ganz tolle Sache und ich würde mich freuen, wenn viele der Zuschauer da auch hingehen würden für 3 Euro. Das kann sich jeder leisten. Und was man sich in Amerika alles leisten kann, das verraten wir Ihnen nach der Reklame, die jetzt kommt. Nanu, wer tritt denn da heran? Max Schmeling, sieh mal einer an. Schon flirtet er ganz ungeniert. Mal sehen, wozu er sie verführt. Wie zart kann seine rechte sein. Und auch die linke setzt er ein. Sie scheint die Zeichen zu verstehen. Tut, was er will. Wie Sie ja sehen. Jetzt winkt er sie in seine Nähe. Na, wenn das Annie Ondra sähe. Doch unser Max ist gar nicht bange. Streicht sich genießerisch die Wange. Die ärztliche Betreuung in Amerika auch ganz anders ist als in Deutschland? Ja, im Generellen ist sie, aber als Senior und als Retired Citizen in Amerika ist man eigentlich sehr von der Regierung betreut und Altersversicherung ist sehr umfangreich. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, wenn
schwierige Krankheitserscheinungen uns ins Krankenhaus bringen. Mhm. Wir werden dort behandelt und verpflegt. Und wie sieht das bei Kindern aus? Oder hier Jugendlichen? In der neuen Regierung haben jetzt Gesetze eingetreten, wobei Jugendliche versichert werden müssen. Krankenkassen können Jugendliche nicht verbieten oder verhindern, in die Krankenkassen einzutreten. Das ist neu. Vor Jahren war das nicht so. Kinder, die krank waren, wurden ganz einfach den Eintritt in die Krankenkasse versichert. Also das finde ich dann die neue Regelung ja wesentlich besser. Ja, so finde ich persönlich auch. Es hört und hört nicht auf zu schneien. Die Polizei überall im Dauereinsatz. Ohne Schneeketten läuft im Osten der Türkei nichts mehr. Für einsichtige Fahrer gibt es immerhin eine Belohnung, von den Beamten selbst serviert. Noch sprechen sie nicht von einem Jahrhundertwinter, aber fast 2000 Dörfer vom Nordwesten bis zur iranischen Grenze sind in Schneemassen versunken und von der Außenwelt abgeschnitten. Auf minus 27 Grad fiel örtlich das Thermometer in der letzten Nacht. Für die Menschen auf dem Land eine schwere Geduldsprobe. Das war unsere Mary Mümmelmann im Gespräch mit unserem Gast John Hambach. Und jetzt wissen wir also, was der Unterschied ist zwischen der amerikanischen und deutschen Krankenversicherung. Ich denke, da hätte man 10 Sendungen drüber füllen können und dann wären uns die Unterschiede im Großen wahrscheinlich immer noch nicht wirklich klar geworden. Nun ja, aber da können wir ja noch ein anderes Mal drüber reden. In diesem Sinne, macht jetzt erstmal nichts, was ich nicht auch tun würde. Ich wünsche euch das Beste, was euch heute noch passieren kann. Um 18 Uhr gibt es heute bei mir die Hitparade Top 25 bei Radio VHR. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ansonsten sehen wir uns morgen nochmal zur Wochenendausgabe hier wieder. Und ich habe am Anfang verkündet, wir haben noch ein bisschen Kunst auf dem Eis. Und Kunst auf dem Eis, Eis, Art on Ice, das sehen wir jetzt. In diesem Sinne ein allerherzliches Om.